wunderschönen guten Morgen. Hey, ich bin in der Bilde. Sorry. Schief gewickelt. So, jetzt wunderschönen guten Morgen. Mittwochmorgen. 4.40 Uhr. Auf geht's in den Mittwoch. Heute Morgen erstmal Bodenheim, Radbagger holen, ein A29. Das wollte ich gerade machen, das Tor wollte ich anrufen. Dann ist Weilerbach, der 934. Dann ist. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox. Ja, Tor geht auf. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Hey, ich weiß es gar nicht mehr alles. Auf jeden Fall heute noch. Fahren. Mach nicht viel Worte. Fahrtransporte. Bis später. Wahrscheinlich sieht man nur mal Helm, ne? Mal Dickwetzel. Geht da rechts was? Fühlt sich mal nicht so an. Sehen tue ich ehrlich gesagt nichts. Oh ja.
gekommen. Ist er wieder nicht raus. So, 25 macht ja schon aus. Geladen haben wir. Auf geht's Richtung Heimat. Auf geht's Richtung Heimat. Ich da hin wird. Erschreckt. So, ich bin hier mittlerweile im Lager Aulenbach in Baumholder. Hier die ganzen Buden. Oben, sorry, meine Scheibe ist gerade ein bisschen angelaufen. Kommt alles weg. 17 Blocks. Reisen wir hier ab. Noch dieses Jahr angefangen mit den
Dächer runternehmen und entkernen und im neuen Jahr kommen dann gleich ein oder zwei Bagger hier hoch. Weiß nicht genau. Wobei die Buden da. Die liegen ja schnell. So, ich lade jetzt hier den Teleskoplader. Hier in der Kamera kann man das sehen. Aber sehen wir gleich beim Laden. Nö. Attacke. Ich bin hier gerade wieder in Weilerbach. Weiter. Noch nicht Amis, aber bald. Neubau vom Hospital.
lade ich jetzt den R934 und einen Hammer.
So, wunderschönen guten Morgen. Letzter Tag der Woche. Wir fahren heute mit 4 Fahrzeugen nach Darmstadt. Und holen die letzten Maschinen. Führer. Oh weh. Geht da schon gut los. Mal das Licht noch ausmachen, Moment. Falsch, Max. Ihr sind zu gut zu mir. Schnell regelt das. Ich muss trotzdem nochmal anhalten kurz. Moment. Es gibt Chaos. Thank you.
So, eigentlich hatte ich jetzt noch ein schönes Schlusswort aufgenommen. Zum Schluss der letzten Aufnahmen quasi vom vergangenen Jahr. Ich habe sie. Ja. Versaubeutelt, gelöscht. Keine Ahnung, wo sie sind. Auf jeden Fall hier dann noch ein paar Bilder, was so alles im letzten Jahr passiert ist. Ab der nächsten Folge gibt es dann Aufnahmen vom neuen Jahr. Werden nicht viele sein, werden nur vom Verladen quasi im Hof rüber in die Werkstatt sein. So viele Aufnahmen vom neuen Jahr habe ich noch nicht, da mein LKW dann dienstags die Grätsche gemacht hat. Komme ich dann etwas in Verzug. Vielleicht wird es auch mal eine Woche nur eine Folge geben. Mal gucken. Nochmal vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und hoffe, dass die Unterstützung 2023 genauso toll bleibt. Hier habe ich gerade noch ein paar Bilder drin von den Transporten vom R69, die ich schon gemacht habe, noch mit der alten Zugmaschine. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für das tolle Jahr und dann bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Vielen Dank für alles. Bis denn.